Hallo mein Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es das Update zu meinem Shop My Stylish Product Pen mit dem Thema Parfüm. Diese Parfüms hier habe ich einen ganzen Monat lang verwendet und je nachdem in welcher Stimmung ich war, habe ich mich für eins von denen hier entschieden, morgens, wenn ich mich fertig gemacht habe. Und ich habe das erste Mal so etwas gemacht und ich muss sagen, ich habe wirklich gute Erfahrungen damit gesammelt. Ich habe zum einen wieder so ein bisschen die Parfüms, die ich schon etwas länger habe, lieben gelernt. Und zwar ist es mir aufgefallen, dass ich nach einigen dieser Parfüms wirklich Tage hintereinander gegriffen habe, einfach weil ich die so gefeiert habe. Ganz besonders bei diesem hier. Nach diesem Parfüm habe ich öfters gegriffen. Von Natsu so dieses Pudre, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Auf jeden Fall habe ich öfters danach gegriffen, weil ich habe einfach vergessen, wie gut dieser Duft eigentlich ist. Es ist pudrig. Es erinnert mich jedes Mal, wenn ich daran rieche, direkt an den Herbst. An den Herbst, das ist für mich ein reiner Herbstduft. Oh, es ist schwer, aber es ist auch besonders, es ist angenehm. Ich habe wirklich die Angst gehabt, dass es mir zu schwer sein könnte an manchen Tagen. Das war es nicht, zum Glück. Also ich habe ja immer so das Problem mit so zu schweren Parfüms, dass ich sie nicht lange in der Nase haben kann. Aber bei dem war das nicht der Fall. Ich habe versucht, bei diesem Parfüm nicht ganz so viel drauf zu sprühen, weil es ist doch recht intensiv. Aber ich habe gemerkt, dass ich wahrscheinlich diesem Parfüm so ein bisschen hinterher trauen werde, sobald ich jetzt meine neue Auswahl für den nächsten Monat mir vorknöpfe. Ich denke, dass mir dieses Parfüm fehlen wird. Und wenn es weiterhin so bleiben wird, dass ich das hier vermisse, überlege schon, ob ich es übernächsten Monat wieder mit reinnehmen soll. Weil das ist eigentlich die perfekte Zeit, um dieses Parfüm zu benutzen. Und wenn ich das nicht ausnutze, da muss es wieder ein Jahr rumstehen. Wisst ihr, was ich meine? Weil in den Sommermonaten, da passt es nicht hinein. Da passt es echt nicht hinein. Und das wäre schade drum, weil es ist so, so gut. Ich habe das Ganze versucht zu markieren. Nur leider ist die Flasche sehr dicht. Die Verpackung ist nicht so lichtdurchlässig, wie man sich das vielleicht wünschen mag. Ich habe es versucht einigermaßen zu markieren. Also wir waren anfangs hier, jetzt sind wir hier. Das sieht jetzt nicht sehr besonders viel aus. Wie gesagt, ich hab nicht so wirklich viel davon gesprüht. Und es kann sein, dass ich die obere Markierung auch falsch gesetzt habe. Keine Ahnung. So ist zumindest der Stand, der ungefähre Stand. Und ja, was soll ich sagen? An einem Tag hatte ich nicht so eine große Lust darauf. Ich glaube, dieses Parfüm ist auch so ein bisschen stimmungsabhängig, ob man darauf jetzt wirklich Bock hat oder nicht. Man muss es fühlen. Selbst wenn es die perfekte Jahreszeit ist, an manchen Tagen hatte ich wirklich keine Lust darauf. Ich habe es nicht gefühlt, sagen wir es mal so. So, dann kommen wir zum nächsten Parfüm und das ist das hier. Hyped AF, so heißt dieses Parfüm hier. Und ich war hier, auch hier habe ich es wirklich ganz grob versucht zu markieren. Es ist leider auch hier etwas schwieriger. Und hier sind wir momentan. Das ist für mich ein Sommerduft. Und jedes Mal, wenn ich dran rieche, erinnert mich das immer an diesen Sommer, als ich es gekauft habe, dieses Parfüm. Und nach wie vor feiere ich das wirklich. Und auch hier, ich war froh, dass ich es mit reingenommen habe, obwohl es eigentlich nicht zu dieser Jahreszeit passt. Aber es gibt mir so einen schönen frischen Kick. Und deswegen mag ich dieses Parfüm auch so gerne, weil es mich jederzeit aufmuntert. Und jedes Mal mir so eine gute Laune gibt, wann immer ich das aufsprühe. Selbst wenn es jetzt so, gerade wenn es so wirklich trüb ist, wie in diesen letzten Wochen. Das ist abartig. Wir kriegen hier überhaupt gar keine Sonne rein. Das ist so schade. Ich habe hier nur trübes, kaltes, ekliges Wetter. Heute zum Beispiel hat sich die Sonne gar nicht gezeigt. Ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt existiert oder nicht. Ja,
Genau. Und an solchen Tagen ist dieses Parfüm eigentlich wie geschaffen. Dann kommen wir zu einem Parfüm, was immer und immer wieder in die Monate mit rein hüpfen wird, bis ich es aufgebraucht habe. Das Gucci Guilty, das Eau de Toilette. Und wir waren vielleicht ungefähr hier. Und jetzt bin ich hier. Es ist auch so schwierig, das nachzuvollziehen. Ich habe es versucht, so gut es ging, zu markieren. Ich denke, wenn sich das Parfüm hier befindet, wird es nicht mehr möglich sein. Weil ich kann durch dieses Metall nicht durchgucken. Das funktioniert einfach nicht. Also ich sehe das halt nicht. Dieses Parfüm passt in diese Jahreszeit eigentlich nicht, weil das ist ein einziges Blumenbouquet. Es ist ein Frühlingsduft meiner Meinung nach, aber ich möchte es unbedingt aufbrauchen, weil es ist schon etwas älter in meiner Sammlung. Dieses hier leider auch. Und ich möchte nicht, dass es rumsitzt und nicht benutzt wird und aufgebraucht wird, denn ich habe mir schon ein Backup davon gekauft. Das ist mein Lieblingsparfüm und deswegen darf es natürlich nicht fehlen. Und da möchte ich mich so ein bisschen drauf konzentrieren. Diejenigen von euch, die Flieder mögen, die werden auf jeden Fall ihre Freude an diesem Parfüm haben, obwohl einige wahrscheinlich denken werden, oh, das ist so ein bisschen wie so ein Oma-Parfüm. Finde ich jetzt nicht, aber genau, das hat so ein bisschen den Charme, ne? Dann kommen wir zu einem Parfümfläschchen. Da werde ich euch ein Bild zeigen, wo ich dann bei dem Parfüm war. Ich bin jetzt hier. So, da wo mein Daumennagel ist. Also wir haben schon ein bisschen was davon benutzt. Das ist eine Zusammenstellung aus drei verschiedenen Parfüms. Das Avenue von Betty Barclay, das Pleasures von Estée Lauder und das Illusion von Nina Ricci. Und das habe ich zusammengemixt, einfach weil ich die jeweiligen Parfüms jetzt nicht ganz so gerne habe als einzelnes Parfüm, aber gemischt sind die wirklich, wirklich gut. Also, das ist auch noch meine Aufgabe, auch diese Parfümfläschchen aufzubrauchen. Das sind alles Parfüms, die auf meiner Aufbrauchliste stehen und die pfeffere ich jetzt nach und nach alle zusammen, damit ich sie so besser aufbrauchen kann. Also, das wird mit in den nächsten Monat jetzt wandern. Dann habe ich hier eins von Betty Barclay, das Bohemian Romance. Ich liebe diesen Duft. Es ist auch hier so ein schöner Herbstduft. Den könnte ich auch im Winter benutzen. Also es ist jetzt nicht ausschließlich ein Herbstduft meiner Meinung nach, so wie dieses Parfüm hier. Dieses hier könnte man auch in anderen Jahreszeiten verwenden. Aber in den kalten Jahreszeiten würde es wahrscheinlich ein bisschen besser passen. Es ist ein wirklich sehr schöner, interessanter, blumiger Duft, aber auch so ein bisschen, ich weiß nicht, es ist so ein bisschen seifig. Es hat so einen schönen seifigen Charakter, aber auch blumig, so ein bisschen geheimnisvoll. Das beschreibt dieses Parfüm wirklich sehr gut. Und es ist mein Lieblingsparfüm von Betty Barclay. Ich zeige euch das Bild, wo wir waren. Und wenn ich das jetzt so markieren müsste, wären wir hier ungefähr. Sehr schönes Parfüm. Und jetzt kommen wir auch zu dem letzten. Und das ist Madame Cherie von Kalin. Und auch diesen Duft habe ich sehr genossen. Man muss ein bisschen mehr davon sprühen, weil ich habe das Gefühl, dass man diesen Duft irgendwann nicht mehr wahrnimmt. Ich weiß nicht, ob meine Nase sich einfach zu sehr dran gewöhnt hat. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Fall, weil am Anfang habe ich das noch relativ stark wahrgenommen und jetzt ist es so ein bisschen verflogen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht, weil das ein sehr warmer Duft ist oder zumindest halt sehr warmer, fruchtiger Duft. Also mich erinnert das immer an kennt ihr diese Waffeln und darauf gelegt, einmal diese heißen Kirschen und zusammen mit Vanilleeis und Schlagsahne. Daran muss ich jedes Mal denken. Also die Kirsche kommt auf jeden Fall schön durch. Es ist ein bisschen marzipanlastig. Also es riecht so ein bisschen nach dieser Mandelnote, die da mit drin sein soll, ist aber nicht so
dominant, sage ich jetzt mal. Es ist schön abgerundet. Finde ich sehr schön an diesem Parfüm. Ich habe ein bisschen was benutzt, aber jetzt nicht großartig viel. Also wenn ich das jetzt markieren würde, wäre ich jetzt hier. Obwohl ich schon gerne nach dem gegriffen habe. Ich habe also immer versucht, jedes der Parfüms so nach und nach zu benutzen, wirklich so nach der Reihe auch. Aber die standen immer in diesem Körbchen und immer im Blickfeld. Das heißt, wenn ich mich morgens fertig gemacht habe, dann habe ich immer nach einem von den beiden gegriffen, halt je nachdem, worauf ich Lust hatte. Habe aber trotz allem versucht, immer jedes Parfüm gleich oft zu benutzen, sodass wirklich jedes so nach der Reihe war. Diese beiden hier werden mich ein weiteres Mal begleiten. Die anderen werde ich jetzt austauschen. Bei dem tut es mir in der Seele weh. Da tut es mir wirklich in der Seele weh. Oh, es ist so schön. Es ist so schön. Ich bin froh, dass ich das schon in der 50-Milliliter-Ausführung nachgekauft habe. Und ja, ich erfreue mich an diesem Duft. Sagen wir es mal so. Das war eine schöne Erfahrung, muss ich sagen. Also, ich hätte nicht gedacht, dass mir diese Art von Project Pen so viel Spaß machen würde. Also, man lernt die Düfte wieder so ein bisschen besser kennen. Man hat die Düfte wieder mehr in Erinnerung. Das ist halt nämlich das Problem, wenn man eine etwas größere Sammlung hat. Dann weiß man nicht mehr, wie diese Düfte überhaupt performen, wie sie riechen. Man hat nur noch so eine klitzekleine Ahnung, aber man kann nicht wirklich hundertprozentig sagen, okay, wie verläuft dieses Parfüm und gefällt es einem noch? Das ist es auch noch. Man entwickelt ja mit der Zeit nochmal einen anderen Geschmack. Geschmäcker verändern sich und für mich war es auch nochmal wichtig zu wissen, gefallen mir diese Parfüms noch? Gerade bei so etwas älteren. Ich habe ja schon den einen Duft von Betty Barclay, den habe ich aufgebraucht, das Number One. Das habe ich mir aber schon etwas häufiger gekauft und irgendwann habe ich gemerkt, ich möchte das nicht nochmal nachkaufen, weil ich dem einfach so ein bisschen entwachsen bin. Und da war die Entscheidung getroffen, es nicht mehr zu kaufen und ich hoffe, das passiert mir jetzt mit denen hier nicht. Mal gucken. So, da freue ich mich auf jeden Fall auf den nächsten Monat und dann schauen wir mal, was der mir bringt. Ich hoffe, er wird genauso interessant werden, lehrreich wie dieser Monat hier. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Wenn ihr Lust drauf habt, so etwas Ähnliches zu machen, dann würde ich sagen, probiert das aus. Sammelt eure Erfahrungen. Vielleicht habt ihr ja Lust, das Ganze ein bisschen anders zu gestalten. Also ich wechsle ja jeden Monat meine Parfüms aus, bis auf diese beiden hier. Dann habe ich ein bisschen Abwechslung, habe aber auch gleichzeitig so zwei drin, die dann halt länger im Programm bleiben, bis sie dann halt aufgebraucht sind. Und bei den anderen gucke ich einfach, wie weit ich komme. Genau. Ich hoffe, das Video, das Update hat euch gefallen. Wir sehen uns natürlich wie immer beim nächsten Mal. Macht es gut. Ciao, ciao.